heute bei Wer weiß denn sowas? Barbara Schöne im Team mit Bernhard Hoeker. Und sie spielen gegen Winfried Glatzeder und Elton. Das Schauspielerduell geht los. Willkommen, die närrische Zeit ist vorüber. Bei uns geht es trotzdem närrisch weiter. Wir wissen ja nie, was hier passiert mit unseren Teamkapitänen, unseren Gästen. Und freue mich ganz besonders heute auf Barbara Schöne und Winfried Glatzeder, beide das erste Mal bei uns. Und natürlich haben wir auch heute wieder viele spannende Fragen. Man weiß ja nie, was hier so passiert in der Sendung. Und es gibt ja immer Sachen, die man dann erfährt und dann entweder in seinen Alltag einfließen lassen kann oder auch weitererzählen kann. Ich habe gleich sowas für euch beide zum Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr es und ob sie es zu Hause wussten, aber wussten sie eigentlich, dass Daniel Craig, der James-Bond-Darsteller, der erste James-Bond-Darsteller ist, der jünger ist als die Filmreihe selbst? Dass du noch keinen James-Bond-Bösewicht gespielt hast. Ich finde, das ja, das stimmt. Das ist interessanter, die Bösewichter zu spielen als den Kriminalkommissar oder den Ermittler. Ja. Oder ja, 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 manchmal ja, manchmal ja. Aber jeder ist natürlich auch ein bisschen auf bestimmte Dinge festgelegt. Und, aber wieso soll er den Bösewicht spielen? Er macht doch auch einen guten Bond. Ja. Sicherheit. Zu alt. Ja, ja, ja. Kaputtes Knie. Ja. Ah. So eine Mindest. Ja. Na ja, gut, irgendwann wird James Bond ja auch mal älter. Das wäre mal lustig. So, ihr beiden, lasst uns auf die Zuschauerverteilung schauen. Wie haben sich unsere Zuschauer im Studio heute entschieden? Auf welcher Seite sitzen wie viele? Hinter Bernhard und Barbara Schöne sitzen 77 Zuschauer. Hinter Elton und Winfried Glatzeder 49. Okay, das sind nicht so viele Zuschauer heute hinter Elton und Winfried, aber wenn ihr ordentlich gewinnt, kann das richtig viel Kohle werden. Ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Gourmet-Mannschaft. Ja, das Feinste vom Feinsten. Das Feinste vom Feinsten gibt es auch auf unserer Wand. Hier sind die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind Bundestag, total genial, unter Wasser, im Grünen, Verbraucher, das Fragezeichen, was bin ich, Australien, damals, clever, Afrika und Kaffee oder Tee. Mit clever. Ihr habt euch sofort für clever entschieden. Ja. Ne? Also für jede richtige Antwort 500 Euro und ein Publikumsjoker für beide Teams. Die erste Frage. Wer eine selbstgemachte Fleisch- oder Gemüsebrühe klären möchte, benötigt pro Liter Flüssigkeit A. etwa 3 Tropfen Essig, B. ein Hühnereiweiß oder C. 2 Esslöffel Kartoffelstärke. Also würde ich jetzt einen Führerschein machen, dann könnte ich alle 3 ankreuzen. Mhm. Ja. Das ist das Einzige, was bei uns nie passiert. Da geht ja schon mal los. Was ist denn eine Gemüsebrühe klären? Ja. Heißt das, dass die dann klar ist? Ja, denke ich doch mal. Ne? Ich würde noch mal drüber nachdenken. Eine klare Brühe. So, dann hat man eine klare Brühe. Und warum schüttet man die nicht durch ein Sieb? Denn ein Hühnereiweiß macht sie ja nur dick. Ja, hat man dann, genau. Und undurchsichtig, nicht? Und 2 Esslöffel Kartoffelstärke auch, ne? Bindet, macht aber... Bindet und macht aber dick, ne? Und zu klären ist eigentlich immer Essig, ne? Essig ist eigentlich immer gut. Was meinst du? Ich habe hier in dem Fall eine Situation, in der ich es sehr interessant finde zuzuhören, weil ich, also Ahnung, der Begriff passt hier gar nicht. Ich auch. Was man selbst an der Frage merkt, warum man die Brühe nicht einfach durch ein Sieb gießt. Das Essen und Trinken, ne? Was ist denn hier? Also ich würde sagen, die 3 Tropfen Essig zum Klären. Bist du dir da sicher? Oder ist das nein. Also ich habe gar keine sicher Ahnung. Sicher bin ich nicht. Aber was ist denn Klären? Dass sie dann klar wird? Klar, eine klare Brühe. Und was passiert und dann mit gebundene. Und was passiert dann mit, also nicht gebunden, sondern klar? Klar.
und Stärke bindet, dann ist es doch A. Ja, lass uns ja was A. redest du so Komm, lange? Lass uns A. Ich hab keine Ahnung. Also, okay, nicht böse sein, A, ja? Wir nehmen A. Wir nehmen A. Ihr nehmt A mit großer Überzeugung und aber das ist ja wunderbar vorgetragen. Wer beim Kochen einer Fleischbrühe nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch überzeugen möchte, kann seine trübe Brühe mit einem Profitrick aufklären. Dazu die Brühe abgießen und vollständig abkühlen lassen. Anschließend pro Liter Flüssigkeit ein Hühnereiweiß unterrühren und langsam unter konstantem Rühren wieder aufkochen lassen. Das Eiweiß stockt und bindet die feinen Trübstoffe in einem grauen Schaum. Am Ende die Fleischbrühe durch ein feines Sieb gießen und die Brühe ist kristallklar. Der Essig ist natürlich wahnsinnig geschmacksintensiv. Ne? Das würde man wahrscheinlich nicht wieder rauskriegen aus der Brühe. Ne? Also das Hühnereiweiß ist der Trick. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Und ihr könnt direkt in Führung gehen. Hat er genauso beschrieben. Aber Winfried, es bringt nichts, wenn man die Fragen des anderen Aber Teams es macht schon mal ein gutes Gefühl. Ja, ja, jetzt für den Absturz. Okay. Total genial. Ja. Um zu verhindern, dass sich Haare und andere Rückstände in einer Haarbürste festsetzen, hilft A. ein Trocknertuch, B. etwas Babypuder oder C. ein halber Meter Draht. Einen Augenblick. Um zu verhindern, also ich mache das immer so raus. Meine ja, ja, genau. Und du willst das jetzt verhindern, dass du das nicht mehr so rausmachen musst. Aha. Dass das gar nicht erst festsetzt. Was ist ein Trocknertuch? Ja, was ist ein Trocknertuch? Ein trockenes Tuch. Ach so. Okay. Kein feuchtes Tuch, ein trockenes. Ein Trocknertuch. Also, ein halber Meter Draht würde ich erstmal ausschließen. Ja? So, ein Trocknertuch heißt, die Haare mit dem Tuch sozusagen so trocken machen, dass. Oder? Ach, sie sind ja gar nicht gewaschen. Nee, du. Okay. Ich bin ein bisschen für Babypuder. Das ist auch trocken. Nein, nicht aufs Haar, auf die Bürste. Ach, auf die Bürste. Packst es auf die Bürste und dann kämpfst du und dann setzt sich das Haar, klemmt das nicht. Weil ja Babypuder auch... Wo bleibt denn das Haar, was mir immer ausgeht, dann? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, okay. Ist scheinbar aber hier egal. Ja, dann ein Trocknertuch. Das heißt so? Und dann mit der Bürste hinterher, oder? Ist mir unerklärlich. Ich würde sagen, das ist Babypuder. Das packst du da drauf. Das ist Puderzeug, dann klebt das nicht fest an dem Dings. Ja, aber wo bleiben die Haare dann? Die fallen dann irgendwie, bleiben den oben. Ist ja egal. Also, wir nehmen B. Wir nehmen B. Verschaffen wir doch erstmal bei Elton und Winfried Aufklärung, worum es sich bei einem Trocknertuch handelt. Ja, toll. Also ist es A. Zwischen den Borsten einer Haarbürste setzen sich schnell Haare und Kopfhautpartikel ab. Diese wieder zu entfernen ist oft mühsam. Folgender Trick schafft Abhilfe. Einfach ein Trocknertuch durch die Borsten stecken. Härchen und Schuppen landen nun nicht direkt auf dem Bürstenkopf und können bei Bedarf mit dem Tuch zusammen abgezogen werden. Schon sieht die Bürste aus wie neu. Ein Trocknertuch ist so ein kleines Zellophantuch, was ein bisschen gut riecht und das kommt mit in den Wäschetrockner rein. Yeah. Dann laden die Sachen sich auch nicht auf. Ja, also und so. Kein Tempotaschentuch. Nee, genau. So, es bleibt erstmal bei 0 Euro. Und wir fangen im Grunde genommen von vorn an. Es ist eher super. Wir haben viele Publikumssachen heute mit Kaffee oder Tee im grünen Verbraucher. Du hast einen Garten, hast du gesagt, ne? Ja. Aber ja, das ist doch gut. Ich habe auch einen Garten. Oh, die Fahne, Frau Schöne. Ja, aber da bleibt was hängen. Wenn du einen Gärtner hast, dann unterhältst du dich ja mit dem. Und der wird ja seine Fachexpertise zu den einen Grünen. Wir nehmen im Grünen. Okay. Das Einritzen eines Herzens oder eines Namens in die Rinde eines Baumes. A. Stärkt die Immunabwehr des Baumes. B. Hemmt das Wachstum des Baumes um 20%. Oder C. Schadet dem Baum, da Pilze leichter eindringen können. Also. Hemmt das Wachstum des Baumes um 20%? Glaube ich nicht. Ich habe schon extrem große Bäume gesehen mit sehr alten Jahreszahlen. Aber was meinst du, wie groß die geworden wären, wenn die nicht... Ja, ja.
um 20% des 20%, das heißt, er wird statt. Aber 10 das Immunabwehr kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist man stärkt. Verwundet. Ja, nein, nein. Ich glaube, das arme ist. Baum. Ja, ich glaube, das ist einfach auch nicht gut für den Baum. Ne? Ja. Mich interessiert ja vielmehr die Frage, Bernhard, ob du schon mal dein Herz mit Namen irgendwo eingeritzt hast. Ich kann keine krummen Formen. Und das ist sowohl beim Herz als auch beim B. Ich mache immer Dreiecke und nur die meinen Nachnamen. Das ist immer. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Hohecker. Und oder so. Gemacht. Ja, Barbara, er ist ein bisschen anders, aber sehr nett. Schadet dem Baum der Pilze leichter eindringen. Ja, klar, oder? Ja, bin ich auf deiner Seite. Ja, dann nehmen wir zusammen C. Mhm. Ja, okay. C ist festgehalten. Das Einritzen von Herzen oder Namen in die Rinde eines Baumes erhöht das Risiko, dass dieser erkrankt. Laut dem Naturschutzbund Deutschland e.V. können schon durch kleine Wunden Pilzsporen oder andere Schädlinge eindringen, die den Baum sofort oder sogar noch in 10 Jahren schädigen. Je nachdem, wo sich der Baum befindet oder wem er gehört, handelt es sich dabei außerdem um Sachbeschädigung oder um einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Gut zu wissen. Die ersten 500 Euro. Australische Wombats markieren ihr Revier mit A. würfelförmigen Kot, B. rot gefärbten Speichel oder C. W-förmigen Kratzspuren. A. Also ich wäre gar nicht gefragt. Gut. Doch, natürlich. Oder was haben wir schon entschieden? Nein, 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 ist noch nicht eingeloggt. Ja. Es ist noch nicht eingeloggt. Ja, dann hast du Schuld. A. Also du würdest das bestätigen. Das könnte man sich vorstellen. Was W-förmige Kratzspuren kannst du dir vorstellen? Das haben wir gerade gelesen, das schadet dem Baum, gehört. Und ah, ja, ist auch naturschutzmäßig ganz, ganz. Die machen doch kein W wie ein Wombat. Also ganz alles. Ja. Ja, genau. So abwegig. Ah, ja. Man wie nennt Zorro immer ein Z gemacht hat. Ja, wollte gerade sagen, man nennt den Wombat auch den Zorro unter den Tieren. Nein, das ist A. Ja? Okay. Ah, ah. Ist ja auch nicht ganz unpraktisch, dann kann man das ja schön aufstapeln. Stapeln, kann man das alles schön nebeneinander. Wombats verfügen über eine geringe Sehschärfe. Für die Kommunikation mit Artgenossen und zur Reviermarkierung wählen sie daher besonders gut ersichtliche Orte, um dort ihren würfelförmigen Kot abzulegen. Durch die Form, die die Beuteltiere mit ihren besonders beweglichen Darmwänden erreichen, rollen die kleinen Würfel nicht weg und können besser erschnuppert werden. So, auch bei euch die ersten 500 Euro. Hm? Ja. Nächste Kategorie so für Barbara und Bernhard. Du bist wieder dran. Worauf hast du Lust? Einmal Verbraucher. Verbraucher. Mhm. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben ganz viel Verbraucher hinter uns. Nicht? Gelangt der in vielen Shampoos, Duschgelen und Seifenblasen enthaltene Stoff Polyquaternium auf Kleidung? A. Bilden sich kleine Risse im Gewebe? B. Lädt sich diese statisch auf? Oder C. Hinterlässt er nach dem Waschen graue Flecken? Das ist gut. Polyquaternium. Also, das tropft jetzt da drauf. Was, also, bilden sich kleine Risse im Gewebe? Glaube ich nicht. Weil das hängt wahrscheinlich auch sehr stark vom Gewebe ab. Wenn ich zum Beispiel eine Ritterrüstung trage, ja, wie soll da ein Shampoo in das Stahlgewebe hinein, das kann ich mir überhaupt nicht. Weißt du, so ein Kettenhemd, das gibt nie im Leben, also gibt das Risse. Lassen wir mal weg. Also das würde ich auch einklagen, wenn das richtig ist. Da macht euch keine Sorge, da gibt es Anwälte. So, lädt sich diese statisch auf, die ganze Kleidung. Also sowas was ist ja... Was bedeutet das Wort? Poly? Viel? Quaternium. Irgendwas mit vier? Quaternium. Poly. Das ist wahrscheinlich ein Stoff, der aus vier verschiedenen Substanzen, Dingen. Ein Molekül, das aus vier verschiedenen
Plutonium. Dingen besteht. Also wenn Minnen, Stoffe Niums besteht. Imprägniert sind oder ja. sowas, dann hinterlässt das oft nach dem Waschen graue Flecken. Das also finde ich auch. Auf jeden Fall, ja. würde ich sagen. Aber ich habe ja schon so bös daneben, ja. Ich kann immer gut erklären und dann stimmt es auch überhaupt nicht. Das war die erste, die eine Frage. Die nimmt man nur besonders wahr, weil es in dem Moment 100% waren. Aber das ist nachher, ist es nur noch 50 und dann ganz am Ende ist es... sowas von hey, klar. Wenn nachher sagen wir, weißt du noch am Anfang, was wir für einen Schiss hatten? Und es hat sich sowas von ausgezahlt fürs Publikum am Ende. Sie. Was meinst du, wie oft auch der Bernhard schon daneben gelegen hat und er kommt jeden Tag wieder? Ich komme jeden Tag wieder. Also außer es ist sehr schlimm, dann binden sie mich fest. Aber ansonsten ist es... Viele Duschgele und Shampoos enthalten das Polymer Polyquaternium, um Haut und Haare geschmeidig zu machen. Auch in zahlreichen Seifenblasenmischungen kommt es vor. Zerplatzen die Blasen auf der Kleidung, trocknet die Flüssigkeit zunächst farblos. Allerdings verändert sich der Stoff nach der Wäsche. Dort, wo sich Polyquaternium-Rückstände befinden, setzen sich Schmutzpartikel aus dem Waschwasser auf der Stoffoberfläche ab und hinterlassen graue Flecken. Diese lassen sich oft nicht mehr entfernen. Richtig. So, ihr steht bei 1000 Euro. Deswegen muss man gerade mit den Seifenblasen immer ein bisschen aufpassen. Oder Bundestag oder? Kaffee oder Tee? Ja, Kaffee oder Tee. Kaffee oder Tee. Würde ich lieben. Ja, gut. Der aus Japan stammende grüne Matcha-Tee wird bei der Zubereitung traditionellerweise A. mit einem Bambusbesen aufgeschlagen, B. eine Stunde stehen gelassen und später erneut aufgewärmt oder C. mehrmals durch ein Seidentuch gegossen. Alternativ geht auch ein trockener Tuch. So, pass mal auf. Stunde stehen gelassen. Erneut aufgewärmt, das damit der Gestank weggeht? Nee, ich halte das für komisch, wenn du in einen Laden gehst und bestellst dir einen Matcha-Tee. Eine Stunde warten. Dann musst du erstmal eine Stunde warten. Ja. Oder die haben schon was vorbereitet. Der ist um 16 Uhr, der ist um 17 Uhr, der ist um 18 Uhr. Ja. Und muss gekocht worden und dann nehmen sie den von 16 Uhr und erwärmen den einfach. Ja. Also B würde ich mal ausschließen. Wird mehrmals durch ein Seidentuch gegossen. Ja, mehrmals. Ich glaube tatsächlich, der ist aber echt ein bisschen, der hat ein bisschen Schaum. Und dass du den dann, dass du den mit dem Bambusbesen nochmal aufschlägst und dass der dann dadurch Schaum hat. Ich sage A. Du bist auch denn bei A? Ja. Wir nehmen A. Ja? Ja. Würde ich auch. Reinhard Fenrich hatte doch mal so einen großen Hit irgendwie, ne? War das nicht so? Matcha, Matcha? Matcha ist zu Pulver gemahlener Grüntee, der sich durch eine intensive grüne Farbe und einen herben Geschmack auszeichnet. Wer ihn traditionell zubereiten möchte, schüttet 1 Gramm des Pulvers in eine Schale, übergießt es mit heißem Wasser und schlägt den Tee mit einem Bambusbesen. Dieser sogenannte Chazen sorgt dafür, dass dem Matcha eine Schaumkrone verliehen wird und sich die Aromen durch die Sauerstoffzufuhr besser entfalten können. Damit habt auch ihr 1000 Euro auf dem Konto. Keine Ahnung, aber gut. Weiter geht's. Ja, schon wieder. Ich hätte gerne Bundestag. Ja, vielleicht hat das auch einer gehört. Womit sorgte die FDP-Bundestagsfraktion im Herbst 2018 unfreiwillig für Gelächter? A. Sie servierten schwedische Köttbullar am finnischen Nationaltag. B. Sie lud einen Physiker ein, der bereits seit über 100 Jahren tot ist. Oder C. Zum Tag der offenen Tür erschienen lediglich 4 Personen. Das ist ja mal eine geile Frage. Ja. Ja. Mal wieder. Ja, ja. Wer weiß denn sowas? Also, wenn ihr es nicht wisst, vielleicht jemand aus dem Publikum. Ja, ja, das kann ich kann mir gut vorstellen, dass das einer mitbekommen hat. Du tippst auf die schwedischen Köttbullar. Den finnischen Nationaltag. Ja, vorstellen kann ich mir das auch. Zum Tag der offenen Tür erschienen lediglich 4 Personen. Ist natürlich schon lustig. Das ist eigentlich alles selbst. Also Bernhard, was machen wir? Ja, wollt ihr also selber? Ich habe keine Ahnung. Ich würde hier gerne das Publikum fragen. Okay, weil ich bitte. Kann mir alles vorstellen und hoffe, dass es vielleicht einer zufällig... Wir haben so viele Leute da, die sich alle für Politik interessieren. Es macht nichts, wenn... So.
wollte gerade sagen. Halt schon, wenn er weiß, dass der finnische Nationaltag. Ich wollte gerade sagen, es macht nichts, wenn 65 Personen den Kopf schütteln, solange einer nickt. Ja? Hallo, herzlich willkommen. Der Bernd. Der Bernd aus Leipzig. Der Bernd aus Leipzig. Ich werde verrückt. Aus meiner Heimat, Bernd. Jawohl. Also ich meine, gehört zu haben, Antwort B, dass hier einer sich den Faustpass geleistet hat und einen Physiker eingeladen hat, der 100 Jahre tot ist. Ja, also, das also alle drei Antworten wären sehr, sehr lustig. Ja, ja, aber Bernd sagt, er hat das gehört. Ach, gehört, nein, okay. Ja. Mit dem Physiker. Ich dachte, es wäre gerade einfach nur das Lustigste, deshalb hast du es gehört. Aber, okay. Naja, lustig wäre es auch, ne? Wäre sehr lustig. Aber wir haben sicherlich einen Ausschnitt, der es belegt, was stimmt. Für eine ihrer Veranstaltungen lud die FDP-Fraktion im November 2018 einen Herrn Paul Drude vom Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik ein. Der Physiker konnte die Einladung aber leider nicht annehmen, da er bereits im Jahr 1906 verstorben war. Laut FDP wurde die fehlerhafte Einladung von einem Dialog-Marketing-Unternehmen verschickt. Sehr gut, Bernd. Aber so kenne ich ja dich anders bei Menschen aus Leipzig. Ja, habe ich gar nicht anders erwartet. Dankeschön. 500 Euro. Es ist doch nicht von Nachteil, seine Datenbanken ab und an mal zu aktualisieren. Ja, haben wir auch gemacht, bei euch den Kontostand aktualisiert. Ihr steht bei 1.500 Euro. So, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. In dem damals. Damals. Mit welcher Aktion sorgten die ersten bekannten Hacker in den 1950er Jahren für Aufsehen? Sie ließen einen Forschungscomputer ein Stück von Bach spielen. A, B, sie veröffentlichten die Telefonnummer von Papst Johannes dem 23. Oder C, sie ließen ein Spielzeugflugzeug um das Weiße Haus fliegen. Also spontan würde ich sofort B und C ausschließen, was nichts heißt. Ließen ein Spiel um das Weiße Haus, das muss man ja Hacker. Das muss doch was mit Programmieren. Mit Programmieren und Computer zu tun haben. Ja, und wie kann man... Spielzeugflugzeug, ja gut, die Sicherheit, aber da kannst du doch vom ja, Gehweg, vom Zaun, lässt du das Flugzeug schon. Und dann ja. Muss doch nicht ein Hacker unbedingt machen. Nein, okay. Also würde ich C auf jeden Fall ausschließen. Telefonnummer finde ich auch ein bisschen... Wo haben Sie das denn veröffentlicht vor allen Dingen? Internet. Ein Stück vom Bach. Spielen bedeutet, dass sie eine Computergemeinde sozusagen. Verdammt, die haben die Handynummer vom Papst im Internet veröffentlicht. Sag mal, geschockt haben. Na, ließen ein Forschungsprojekt ein Stück vom Bach spielen, dass alle Mitarbeiter auf einmal geschockt waren, weil sie die Bachnoten. Ja, sagen wir mal so: A ist das Einzige, wo man sich tatsächlich in einen Computer, wenn du die das hier. Ja. Richtig. Mit 1 und 0 haben sie die Noten sozusagen. Wollen wir A nehmen ohne Publikum? Ja, wir nehmen A, komm. Ja. Aber so oft A war heute schon. Es war A, yes. Ende der 1940er Jahre gründeten Studenten des Massachusetts Institute of Technology den Tech Model Railroad Club. Ein Club, in dem es primär um Modelleisenbahnen ging. Unter den Mitgliedern waren auch die ersten Hacker, denn sie schafften es, sich auf den 3 Millionen Dollar teuren Forschungscomputer am MIT aufzuschalten. Der sogenannte IBM 704 hatte einen Lautsprecher für Warntöne eingebaut und über diesen spielten die Hacker tatsächlich eine Melodie von Johann Sebastian Bach ab. Muss man nicht lange drüber nachdenken. Jetzt sind wir safe schon mal. 1.500 Euro. Gleichstand bei beiden Teams. Wir haben noch unter Wasser das Fragezeichen Was bin ich und Afrika. Und exakt das nehmen wir, das Letztere. Afrika. Wer von Deutschland nach Äthiopien reist, sollte A. nicht nur die Zeit, sondern auch das Datum umstellen. B. neben Bargeld etwas Zucker im Portemonnaie haben. Oder C. keine englischsprachigen Bücher einpacken. Hä? Nein. Aha. Das ist ja mal lustig. Das heißt, wenn man... Also das eine ist, dass in Äthiopien kein Englisch gesprochen wird. Das gefällt mir jetzt spontan ganz gut. Und dass auch auf der Reise dorthin du durch kein englischsprachiges Land kommst. Ja.
Was natürlich aber durchaus sein kann. Wen stört's? Ja, das ist ja nur so eine interessante ein Sache Buch zum Thema. Oder wird das bestraft, dass du ein englisches Buch? Also haben die nicht nur die Zeit, sondern auch ein anderes Datum? Es kann natürlich sein, das ist ja ein sehr altes Land, ja, so koptische Christen, und vielleicht haben die auch noch, ich glaube, es ist auch sehr stark islamisch, vielleicht haben die auch noch einfach ein anderes Datum, dass die einfach 600 Jahre vorher sind, diese 623 Jahre. Also und neben Bargeld etwas Zucker, das ist schon so. Also das ist schon, das kann natürlich sein, dass dort, dass man dort auch mit Zucker bezahlen kann. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ja. Ich tendiere vom Gefühl am ehesten zu A, weil ich das mir vorstellen kann, dass man da, dass man dort noch ein anderes Jahr. Also wäre ich. Wir brauchen eine Entscheidung. Wir brauchen, ja. Ruhig brauner. Ja. Endlich mal einer, der sich, der mal kämpft. Genau. Ich wäre immer noch bei A. Okay, ich halte mich da dran. Wir machen beide A, weil das ist eben... Okay. Heute ist der A-Tag. Der A-Tag, ja genau. Alles klar. Datum. Okay, A ist eingeloggt. Ich kenne ja Menschen, die haben einen Igel im Portemonnaie, aber Zucker... Wäre mal was Neues. Wäre was Neues. Äthiopien folgt nicht dem gregorianischen Kalender, sondern hat einen eigenen Kalender, dessen Ursprung im koptischen Christentum liegt. Er liegt 7 Jahre und 9 Monate hinter unserer Zeitrechnung zurück. Wer von Deutschland nach Äthiopien reist, muss deshalb nicht nur seine Uhr um 2 Stunden vorstellen, sondern auch das Datum anpassen. Verrückt, oder? Ihr steht bei 2000 Euro. Das ist wieder so eine Geschichte, wo ich auch denke, Mensch, das müsste man doch irgendwo schon mal gehört haben. Wusste ich vorher auch nicht. Ne? Aber es ist alles gut gegangen. Kriegen wir das so oder so. Ihr müsst dranbleiben. Nächste Kategorie. Wir nehmen das Fragezeichen. Aha. Ach, das hatten wir auch noch. Nee, das ist Überraschung. Um die deutsche Backkultur zu unterstützen, wurde von der Akademie Deutsches Backhandwerk A. das sogenannte deutsche Urbrot als Patent angemeldet, B. die Ausbildung zum Brotsommelier entwickelt oder C. ein Schönheitswettbewerb für Brot ins Leben gerufen. Was? Ja. Also, um die deutsche Backkultur zu unterstützen. Also, warum soll das da ein, also ganz im Ernst, wenn die einen Schönheitswettbewerb für Brot ins Leben rufen, dann halte ich die für bekloppt. Germany's Next Top Brot. Ja. Ja. Das finde ich schön. Weil, man muss ja aufpassen, was man sagt, aber einige sind ja vielleicht dumm wie Brot. Aber das halte ich, also wie soll man das unterstützen? Ausgeschlossen. Und wer wählt das? Mhm. So, das sogenannte deutsche Urbrot als Patent angemeldet. Sauerteig. Mischbrot. Lange stehen und aufgehen lassen. Jetzt frage ich mich, vielleicht bin ich halt nicht da, bin ich da jetzt dumm wie Brot? Kann man Lebensmittelbrot als Patent anmelden? Heißt das nicht anders? Ich dachte, Patente sind immer nur so für Gegenstände. Ich bin froh, dass wir das. Kann man Brot als Patent anmelden? Hier, das ist ein Brot, das wird so gebacken, das ist ein Patent. Ich kann mir tatsächlich B vorstellen, dass das, das gibt verschiedene Brote, ja, die riechen da dran. Oh, das ist das und das und das ist weich und das probiert man. Ich würde auch B nehmen, nicht? Ja, du würdest auch B nehmen. Ja, und wollen wir jetzt noch fragen? Nee, wenn du auch B nehmen würdest und ich bin auch, warum sollen wir denn das Publikum da fragen? Das sind wir uns beide doch relativ sicher. Okay. Wir nehmen B. Okay. B. Hebt euch den Joker für eine schwere Frage auf. Ja. Gibt ja noch eine. Rund 3200 anerkannte Brotspezialitäten sind in Deutschland registriert. Und seit 2014 ist die deutsche Brotkultur als immaterielles Kulturerbe durch die UNESCO anerkannt. Seit 2015 gibt es auch eine einjährige Spezialausbildung der Akademie Deutsches Backhandwerk, in der es um Brothistorie, Qualitätsfaktoren, Sensorik und sogenanntes Bread Pairing geht. Also um die Auswahl der richtigen Brotsorte zum jeweiligen Getränk oder Gericht. Wer bereits einen Meisterbrief als Bäcker oder Konditor hat, kann sich zum geprüften Brotsommelier ausbilden lassen.
Vierte richtige Antwort. 2000 Euro. Das Urbrot kommt jetzt raus. Ja, genau. Ja. Du hast befürchtet, ich habe gehofft, dass er das Urbrot rauszieht. Genau. Unter Wasser oder was bin ich? Ihr dürft nochmal wählen. Beide nicht schön. Ja, wir nehmen beide nicht, könnt ihr haben. Lieber unter Wasser. Lieber also unter Wasser. Was bin ich? Vielleicht mit Schlagzeilen? Nee, und was bin ich ist ein Fachbegriff. So mit Schauspieler und so. Nee, ist es ein Fachbegriff. Dann lass uns, und wir nehmen unter Wasser. Ja? Wir nehmen unter Wasser. Das ist ein Fisch, da kann man sagen, der schwimmt, das ist richtig, das ist gut. Wie wollen Meeresbiologen zukünftig verhindern, dass sich Wale und Delfine als Beifang in Fischernetzen verfangen? A. Mit fluoreszierenden Netzen aus Kunststoff. B. Durch die Netze eingeflochtene Acrylglasperlen. Oder C. Durch eine Teflonbeschichtung der Netze. Ach du liebes bisschen. Das ist in der Tat ein großes Problem. Ja. Und in allen dreien sind Netze vorhanden. Ja, also es gibt diese riesigen Schleppnetze, diese riesigen Netze im Meer. Also, da sollen die sich nicht mehr verfangen. Also durch eine Teflonbeschichtung der Netze, das glaube ich eher weniger. Da wird es ja also nur noch stabiler oder so. Fluorozid, das heißt mit einem bestimmten Duft ausgestattet? Ja, das ist genau die Sache. Ich glaube, es muss etwas sein, dass der Wal das Netz anzieht. Sieht. Durch in die Netze eingeflochtene Acrylglasperlen. Was passiert denn dann? Ja, die sehen die aber. Sieht man die? Und was denkt man, wenn man die sieht? Dann schwimmt, muss man ja wegschwimmen. Ach, die sollen sich ja verfangen. Nee, die sollen sich nicht verfangen, die Delfine und die Wale. Als Beifang? Achso, das will man genau vermeiden. Also, die müssen die Fischernetze erkennen. Mhm. Wie erkennen Delfine Fischernetze? Glasperlen, die geben ja Licht, ne? Ja, dass sie vielleicht flackern. Die kamen dann durch das Wasser, unter Wasser genau. mit und das vielleicht reflektieren. Ja. Also, ne? Das könnte. Und vielleicht geht das auch, da muss man auch nicht so viele nehmen, sondern nur so ein paar, sodass man, dass es für die wie so eine Wand aussieht, dann schwimmen die woanders hin. Mhm. Fluoreszierende Netze aus Kunst, das heißt, das gesamte Netz oder Teile davon würden fluoreszieren. Es geht am Ende darum, dass der Wal eine Wahl hat. Ja, der Wal. Ja, wir auch, ja. Also A oder B? Das ist der Delfin, A ne? Oder B. Ja. Hast du mal einen synchronisiert? Nein. Du wolltest. Aber ich habe ein Enkelkind, weißt du, da müssen wir alle Stimmen. Du wolltest machen. Eigentlich nie drüber reden, aber heute ist es raus. Barbara Schön ist die deutsche Stimme von Flipper. Flipper, ja. Ja, was hältst du denn von diesem Absurden mit Teflon beschichtet? Ja, das ist also mit Teflon beschichtet, das ist unfassbar aufwendig, total teuer. Wir brauchen eine Entscheidung. Man sieht die Sache. Eure letzte Weil Frage. Vielleicht das keine Schade. Ich kann nicht entscheiden, hier wird noch geredet. Ich bin vom Gefühl am ehesten für B, von A und B. Komm, wir machen B. Sollen wir B nehmen? Ja, mit den eingeflochtenen Acrylglasperlen, ja, weil sie die besser sehen. Aber ja. Unter Wasser keine vielleicht. Ahnung. Na, schauen wir, ob noch mal 500 Euro dazukommen mit der letzten Frage. Wale und Delfine nehmen Fischernetze oft zu spät oder gar nicht wahr. So verfangen sich viele Tiere darin und schaffen es nicht rechtzeitig an die Wasseroberfläche. Dies wollen Wissenschaftler des Thüneninstituts in Braunschweig zukünftig verhindern. Sie befestigen Acrylglasperlen an den Netzen. Die Perlen haben eine vielfach größere Oberfläche als die dünnen Fäden und sollen so für die Sonare der Tiere wie eine Wand wirken. Diese können dann frühzeitig ausweichen. Aktuell laufen großflächige Tests vor der Küste Dänemarks. Es ist eine Menge Wissen, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ihr steht bei 2500 Euro, da könnt ihr jetzt auch noch hinkommen mit der letzten Frage aus der Kategorie Was bin ich? Eine sogenannte Vektion tritt auf, wenn A. Laub im Herbst braun wird, B. ein Bumerang wieder zum Werfer zurückkommt oder C. man in einem stehenden Zug sitzt und der Nachbarzug losfährt. So. Wer oder was ist eine Vektion? Nein.
Ach so, dieser Effekt, dass genau. man denkt. Ich glaube, das ist es dann auch. Also ist nicht Erektion, nein, Vektion. Okay. Nee. Auch keine Reflexion. Ja, okay. Vektion. Nee. Also Laub im Herbst braun, das heißt doch nicht Vektion, das heißt Gammeln. Nein, das ist. Ich glaube, das, wie du sagst, das ist dieser Effekt. Du denkst, du fährst selber, ja, obwohl eigentlich der Nachbar zu ja. Abfährt. Das ist eine Irritation, eine Art Irritation. Genau. Ein Bumerang wieder zum Werfer zurückkommt, das hat natürlich. Oder heißt das? Weg. Lektion. Pass auf. Wie der Bernhard immer so schön sagt, das sind die Momente, die eigentlich am schönsten sind, weil wir müssen uns eigentlich gar nicht damit beschäftigen. Denn alles, Schuld. Denn alles in der Natur hat einen Sinn. Alles in der Natur hat einen Sinn. Also ich bin tatsächlich für C. Ich auch. Weil ich sonst das noch nie gehört habe. Aber das heißt ja nichts. Vielleicht ist ja trotzdem jemand dabei, der das hundertprozentig weiß. Er steht schon. So, hallo. Hallo, ich bin der Axel. Ich komme aus der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, aus Bottrop. Aha, sehr gut, Axel. Dem stimmen offensichtlich einige zu. Ihr wart auch alle schon mal in Bottrop. Ja. So, Axel, was sagst du denn jetzt hier zu mir? Kennst du dich von Berufswegen irgendwie damit aus? Von Berufswegen nicht, aber ich meine, oder ich bin mir sicher, ich habe es letztens noch im Radio gehört, das ist C. Mhm. Wenn der Zug wegfährt, ist man sich nicht sicher, ob man selbst losfährt oder der andere Zug. Und deswegen meine ich, es wäre C. In welchem Zusammenhang wird denn im Radio über sowas berichtet? Über Lichtbrechung. Und deswegen. Das haben die im Radio sicherlich. Das haben die im Radio sicherlich gezeigt. Genau. Sehr, sehr anschaulich, so mit Grafiken und so. Ne? Nein, aber. Okay. Aber Axel, es macht ja Sinn. Ich meine, Radio ist sowieso super. Und wenn es jetzt stimmt, einmal mehr. Der Effekt der Vektion kommt zum Beispiel bei 3D-Simulationen zum Einsatz. Durch visuelle Reize wird die Illusion einer Eigenbewegung hervorgerufen. Der gleiche Effekt lässt sich in einem stehenden Zug feststellen, wenn auf dem Nebengleis ein anderer Zug anfährt. Im Gehirn des Beobachters entsteht so für einige Momente der Eindruck, er selbst würde sich mit derselben Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Jetzt heißt es Daumen und Rücken, spannendes Finale. Glückwunsch, Grüße nach Bottrop und wir haben folgenden spannenden Zwischenstand vor dem Finale. Nein. Bernhard und Barbara Schöne haben 2.500 Euro auf dem Konto. Elton und Winfried Glatzeder ebenfalls 2.500 Euro. Und damit kommen wir jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Technik. Boah, ich sag euch eins, wenn der Elton jetzt alles setzt, ja, und gewinnt, kriegen wir einen Anteil? Aber auch bei euch kann es eine ganze Menge werden. Wir alles gesetzt haben. Wir wissen ja noch nicht, was gesetzt ist. Aber es ist eine Menge drin. Hier ist die heutige Masterfrage. Was war denn überhaupt? Konzentration. Technik ist die Kategorie. Die erste Website der Welt endete auf info.cern.a.org, b.gov oder c.ch. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Aber keine Ahnung. Das ist doch, oder? Das ist so ein. Nicht, aber das ist normal. Das kann natürlich auch der Trick sein, ne? Das ist eben nicht. Ja. Ich weiß nicht, jetzt kommt aus der Welt. Du hast es, ich bin noch erinnert. Weil du sagst, ja, ist okay. Also ich will mir nicht sehen, aber jetzt könnt ihr nicht mehr ändern, die 20 Sekunden sind um. Total gespannt. Kann sein, beide Teams haben Geld gesetzt, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Ja. Ich habe nur geraten. Die Entscheidung gibt es gleich, meine Damen und Herren. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich zurück.
Sie können sie jetzt schon mal notieren. Am Samstagabend gibt es ein neues Wer weiß denn sowas XXL. 20.15 Uhr hier im Ersten und wir haben wieder tolle Gäste dabei. Wir haben Alicia von Rittberg und David Striso eingeladen, Michael Mittermeier und Dieter Nuhr. Und außerdem das Tagesthemenduell bei Wer weiß denn sowas XXL mit Ingo Zamperoni und Ulrich Wickert. Also das alles am Samstag um 7:45 Uhr. Heute haben wir auch zwei tolle Gäste. Barbara Schöne im Team mit Bernhard Hohecker. Die beiden haben 2.500 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Winfried Glatzeder im Team mit Elton. Die Frage, die Masterfrage, die ich gerade beiden Teams gestellt habe. Die erste Website der Welt endete auf info.cern und dann folgte a.org, p.gov oder c.ch. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard und Barbara haben gesetzt... Im Team. Alles. Elton und Winfried haben gesetzt. Auch alles. Jetzt haben sie mich echt gelingt. Ich hab gedacht, sehr gut, ihr seid gut. Einer von euch muss Schauspieler sein. Ich freu mich sehr. Ja. Winfried ist ja in der neuen Staffel von Dark auf Netflix zu sehen. Ja, das ist die zweite? Ja, komm. Er darf noch nicht sagen, wann es losgeht, aber ist egal, in diesem Jahr. Es läuft ja in mehreren Jahrhunderten, Jahrzehnten. Deshalb ist Winfried ist dabei. Ich habe eine Grafik aufgebaut. Hoffen wir mal, dass ihr hier nicht... mit wem zusammen ist, damit ich das kapiere. Ja, genau. Wenn du es brauchst, sag's mir Bescheid. Ich kann dir... Hoffen wir mal, dass ihr hier nicht im Dunkeln tappt. Ja. Und ihr auch nicht. Ja, schön, ganz schlecht. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Barbara haben getippt auf .ch. Elton und Winfried haben getippt auf .gov. Das wäre ja gut, wenn wir gewinnen. Weißt du? Nee, ich weiß es echt nicht. Nee, wir wissen. Es kann sein, dass wir auf die CH reingefallen sind. Schweiz. Weil das CERN in der Schweiz liegt. Aber ja, Government? Das ist vielleicht ein Schweizer. Wir waren auch... Wir haben geschwankt, aber wir dachten, Schweiz-Institut vielleicht, aber komm, lass es doch. Vielleicht ist auch nur eine Organisation. Ja. Am 20. Dezember 1990. Aber vielleicht ist es doch nicht CH. Tim Berners-Lee. Doch, das ist CH. Nein, nicht sicher. Stellte die erste Website der Welt am Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz, aber in Genf online. Das ist CH. Aber es ist vielleicht ein staatliches... Schade. Ihr habt gewonnen. Eine Organisation auch? Und die Endung der ersten Website der Welt, info.cern, war Punkt .ch. Ja! Das hat's gemacht, Bernhard. Wunderbar. Damit gewinnen Bernhard und Barbara. Und Winfried hat ja am Anfang der Sendung den Pro-Kopf-Gewinn vorhergesagt. Ja, er lag damit fast richtig, nur bei der Seite lag er falsch. Aber den Pro-Kopf-Gewinn hat er fast getroffen. Es sind für jeden von euch 64,94 Euro. Knappes Ding. Vielen Dank auch an dich. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin, Elton. Wir sehen uns, Dankeschön. Morgen sehen wir uns natürlich auch nochmal, meine Damen und Herren. Morgen wieder pünktlich um 18 Uhr und Samstag dann das Wer weiß denn sowas. XXL um 20:15 Uhr hier im Ersten. 64,94 auch für unsere drei App-Gewinner, die heute wieder mitgemacht haben. Danke fürs Zuschauen, das war's für heute von Wer weiß denn sowas.